Ja, dann würden wir weiterfahren mit dem Programm. Es freut mich, dass doch noch einige hier sind. Wir wussten überhaupt nicht, wie sich das jetzt eigentlich entwickelt. Wir hatten ja bisher die O-Talks immer als reine Unconference gemacht und waren dann immer in verschiedenen Räumen, verschiedenste Themen, die eigentlich auch von allen von euch mit initiiert worden sind. Wir hatten gemerkt, dass es manchmal Schwierigkeiten gab, dass die Leute nicht wussten, was sie genau diskutieren sollen. Manche hatten von OpenOLAP noch relativ wenig Ahnung. Und deswegen haben wir jetzt gestartet mit einer neuen Idee, nämlich das mit diesen drei Strängen zu machen. Einmal Präsentation, einmal Schulung und einmal weiterhin Unconference. Hier ist jetzt das Thema Integration und Thema Anbindung ans OpenOLAP. Und ich möchte ganz gerne ein paar Minuten eine kleine Einführung machen, ehe wir dann wechseln und einfach von verschiedenen Institutionen, die jetzt OpenOLAP im Einsatz haben, Beispiele sehen, wie das umgesetzt worden ist. Wir haben uns da fünf ganz verschiedene Sachen rausgesucht, zum Teil über verschiedene Schnittstellen, verschiedene Systeme, die angebunden werden. Und ich glaube, man bekommt hinterher so einen schönen Einblick mal, was so alles möglich ist im OpenOLAP. OpenOLAP ist ja, oder OLAP hat schon seit sehr langer Zeit eine LDAP-Funktion, das heißt, man kann automatisiert Benutzerdaten mit reinnehmen, hat eine Schibole-Anbindung, auch insbesondere deswegen, weil die Uni Zürich das eigentlich von Anfang an mit umgesetzt hat, dass man von verschiedensten Universitäten hier in der Schweiz an das OLAP-System von der Uni Zürich andocken kann, sich dort automatisch einloggen kann. Und von daher ist die ganze Schnittstellenthematik schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Das REST API besteht auch schon sehr lang, der Webservice, das heißt automatisiert Daten ins System reinzubekommen, die jetzt über die Benutzererfassung noch hinausgehen, hat für uns nochmal eine wichtige Bedeutung bekommen vor zwei, drei Jahren, als das Thema war Redesign vom OpenOLAP. Bevor wir dieses neue Design hatten mit diesen Kursen, die jetzt dargestellt werden, wir hatten ja früher diese Darstellung mit den Portlets, wo man ins System reinkommt und mehr so ein bisschen eine Übersicht hatte. Und das sollte ein komplettes Redesign sein, sollte natürlich auf dem mobilen Gerät nutzbar sein. Und wir hatten dann gestartet mit einer App zu programmieren, zuerst mal fürs iPhone. Und hatten das einigen Kunden auch zum Testen gegeben, bis wir dann gemerkt haben, es kommen ständig neue Anforderungen. Diese App, die war über den Webservice an den Server mit angeschlossen und man konnte dann sich einloggen, man konnte Dokumente runterladen, man konnte im Forum das ein oder andere posten. Dann kamen aber die Fragen, ja, ich möchte aber auch ganz gerne in den Kurs, ich möchte im Kurs in die Mitgliederverwaltung, ich möchte das und das machen. Und wir hätten das eigentlich alles von dieser App abbilden müssen über den Webservice ins OpenOLAP rein und hätten praktisch nochmal eine komplette App programmieren müssen und kamen dann eigentlich zu dem Redesign vom OpenOLAP, dass es auch responsive ist und dass man es entsprechend mit dem Handy aufrufen kann und es schön dargestellt ist, aber nicht über eine Offline-Funktion und nicht über eine App. Funktion. Also da war der Webservice auch bedeutend, was wir uns da überlegt haben, wie man das System steuern kann von extern. Große Bedeutung der Webservice dann auch vor einigen Jahren, als wir das erste Projekt bei der SAQ Qualicon umgesetzt haben, zusammen mit Performer. Die Firma Performer aus Luzern macht ein Seminarverwaltungssystem, sehr umfangreiches, was viele Schnittstellen in Abacus, SAP und so weiter hat. Die ganze Raumverwaltung ist da drin, Dozierendenverwaltung, Abrechnung. Und was die aber in ihrem System nicht haben, ist ein online-basiertes E-Learning. Das haben wir. Wir sind dafür im ganzen Seminarverwaltung schlechter aufgestellt. Uns lag also nahe, dass man diese zwei Systeme miteinander verbindet. Auch da werden wir nachher den ersten Vortrag jetzt hier vom Rico hören, der eigentlich um das Thema geht. Da werden wir jetzt ständig auch weiterarbeiten mit dem Webservice, was dort läuft und wie man den nutzt. Ich habe hier eine kleine Darstellung mal gemacht mit diesen ganzen Fachbegriffen, die wir haben. Also REST API, ein Webservice. Wir haben von der Thematik her User erstellen, Gruppen erstellen,
Kurse erstellen, Leute in Kurse eintragen, austragen, vielleicht Punkte vergeben oder Punkte vergibt sich schon jeder selber, aber die Punkte zurückspielen in ein anderes System. Das sind alles so Features, die jetzt in der Rubrik sind. Und dann ein Single Sign-On, das heißt, man kann letztlich, ohne dass man sich beim Open Urlaub nochmal Username, Passwort eingeben muss, kommt man direkt ins System rein. Mit dem REST API, man sieht es, hat die meisten Kreuzchen. Das heißt, man kann automatisierte User erstellen, man kann auch Gruppen erstellen, Leute ein- und austragen über den Webservice von außen, Kurs erstellen und man kann auch ein Single Sign-On darüber realisieren. Das LDAP ist dann wichtig, wenn man eigentlich in erster Linie darauf geht, dass man nur die User erstellen möchte. Das heißt, man ist eine Schule, hat irgendwie ein paar hundert Teilnehmer, die in irgendeinem System drin sind, was an LDAP angebunden ist. Und da kann man OpenOLA dann einfach doch direkt an das LDAP mit dranbinden und hat dann automatisiert die ganzen Benutzerbasis dann dort drin, inklusive der ganzen Attribute. Wenn man möchte, das haben wir jetzt seit vorletztem Jahr, kann man auch die LDAP-Gruppen rübernehmen. Das heißt, dann werden die Gruppen automatisch im OpenOLA erstellt. Was es hier nicht direkt hat, ist ein Single Sign-On. Das heißt also, wenn ich in dem einen System drin bin, wo ich mein Username, Passwort habe und ich möchte dann ins OpenOLAT, dann muss ich mein Username, Passwort nochmal eingeben, aber es ist der gleiche, weil die beide auf das LDAP zentral zugreifen. Mit OAuth 2 hat man dann eigentlich eine Möglichkeit, die User zu erstellen und ein Single Sign-On zu haben. Das ist der Standard, der technische Standard. Kennt es sicher, wenn man irgendwo auf einer neuen Plattform ist und dann heißt es mit Facebook-Account einloggen oder mit LinkedIn oder Twitter-Account einloggen. Der Standard, der da hinten dran ist, das ist OAuth 2, den wir jetzt auch mit übernommen haben. Auch dazu sehen wir nachher noch ein Beispiel. OpenID Connect und Microsoft ADFS nutzen rein technisch gesehen diesen OAuth 2 Standard. Microsoft ADFS wird häufig dann in Firmen eingesetzt, ist von daher ganz praktisch, haben wir auch ein Beispiel, dass man, wenn man sich im Firmenumfeld befindet und man klickt auf einen Link für einen OpenOLAT-Kurs, dass man praktisch dann ohne nochmaliges Login in den Kurs reinkommt. Und Shibole auch eine Open-Source-Lösung mit der Idee, dass man so einen Identity-Provider hat. Das heißt, man kommt auf die OpenOLAT-Soft-Seite, auf die Login-Seite, wählt eine Institution aus, wird dann von dort eigentlich in seine Heimorganisation wieder geschickt, sei es jetzt beispielsweise Uni Basel, möchte sich ans OLAT von der Uni Zürich einloggen, dann kommt man wieder auf eine Seite von der Uni Basel, loggt sich dort mit seinem Username, Passwort ein und wenn das richtig ist, dann hat man Zugriff auf das OLAT von der Uni Zürich und muss sich dann dort nicht nochmal einloggen. Von daher, wenn man auch schon eingeloggt ist, hat man hier ein Single Sign-On, kann die User erstellen. Aber wie man hier sieht, von der Komplexität, was man eigentlich machen kann, sind wir da mit dem Webservice sehr weit. Es gibt noch andere Integrationen, wie jetzt zum Beispiel virtuelle Klassenräume, wo wir Adobe Connect haben, Vitero, GoToTraining ist jetzt umgesetzt. WebDAV ist eigentlich auch eine Integration, eine technische Integration von einer externen Lösung. Wir haben iCall. Feed, Kalenderfeeds, die man mit integrieren kann. Also das alles gehört eigentlich zum Thema Integration noch dazu, werden wir aber jetzt heute nicht betrachten. Das sind jetzt die Auflistung, was wir heute anschauen oder anhören wollen. Einmal die Performix-Integration von der Seminarverwaltungssoftware, SAP, Evento, Magnolia und Vido. Und die Referenten, der Rico wird von der Firma Performa das vorstellen, Sandra Martin von der Uni Zürich, der Beat von der Hochschule für Soziale Arbeit, da waren wir letztes Jahr beim O-Talks eingeladen, der Adrian von Hamilton Medical und der Leo von Kaleidos, die ein eigenes System dort haben, was Vido heißt. Performix jetzt zuerst. Ich habe noch zwei Slides, die sind so ein bisschen animiert, da dreht sich so ein bisschen was, deswegen habe ich die jetzt noch mit reingenommen und mache damit eigentlich jetzt gleich den Übergang zur Performix-Präsentation vom Rico. Wir haben hier uns überlegt, wie funktioniert denn das? Wir haben auf der einen Seite das OpenOLAT, auf der anderen Seite dieses Seminarverwaltungssystem. Wir können jetzt hier die Schnittstelle vom OpenOLAT reinbauen oder wir bauen die Schnittstelle vom Performix rein. Beides hat uns irgendwie nicht gefallen und deswegen haben wir den Syncer programmiert, der hier über das REST API verbunden ist und auf der anderen Seite mit dem Performix. Und der kann jetzt Kurse erstellen, Benutzerkonten anlegen, die Kursbuchung durchführen, die Termine eintragen
und was wir jetzt noch nicht können, was dann für die Zukunft geplant ist, ist dann, dass man Noten wieder zurückbringt in ein anderes System und Absenzen dann eventuell auch. Auf der linken Seite kann natürlich jetzt auch alles andere stehen, muss jetzt nicht Performix sein. Die Idee, was man so austauschen kann, gilt natürlich für alle Möglichkeiten. Aber dann würde ich gerne den Rico bitten für die erste Präsentation. So, dann danke ich vielmals, dass wir hier die Möglichkeit haben, unsere Performix-Integration mit dem LMS zu präsentieren. Das Referat, die ersten 10 Minuten von mir, stehen unter dem Fokus ERP meets LMS. Mit dem Ziel, dass wir die ganzen ERP-Themen, die wir im Performix abbilden, unter anderem ist das Bildungsverwaltung, wir verwalten Module, wir verwalten Klassen, Bildungsgänge, Semester, wir verwalten aber auch Ressourcen, wir buchen Termine, wir buchen darin Räume, wir buchen Personen. Diese müssen wir irgendwann abrechnen im ERP-System für die einzelnen Bildungsinstitutionen. Wir haben CRM-Funktionalitäten drin, wir rechnen Honorare ab, wir kümmern uns um Fremdwährungen, Mitgliedschaftsverwaltung, wir kümmern uns um Finanzbuchhaltung, die Anbindung an Finanzbuchhaltung, Betriebsbuchhaltung wie Abacus zum Beispiel. Eine völlig andere Welt als das LMS, das wir kennen. Ein Screenshot aus dem Performix, nur ein ganz kleiner Ausschnitt, der etwas die Komplexität der Bildungsadministration aufzeigen soll. Wir haben nicht nur zu kämpfen mit Teilnehmern und Dozenten, die wir irgendwo einbuchen, sondern wir müssen diese auch verteilen auf die einzelnen Semester. Wir buchen diese ein auf Fächer, wir haben Modularisierung als Themen und diese ganzen hierarchischen Strukturen, die müssen wir nun irgendwie platt kriegen für das LMS. Also das Lernen findet dann typischerweise in einem Raum statt, in einem Open-OLAT-Kurs. Dort treffen sich dann Dozenten und Teilnehmer. Die treffen sich zu einem bestimmten Termin. Raum, Zeit ist da wichtig. Und die ganzen Stammdaten verwalten unsere Kunden, wie zum Beispiel IBW, die Akademie St. Gallen, SVT etc., verwalten das in Performix. Nun, was waren die Ziele der Integration? Man will zum einen den administrativen Aufwand senken. Ich verwalte alle hierarchischen Daten bereits im Performix. Diese will ich nicht nochmals erfassen für ein zweites System, sondern ich will das direkt übernehmen können. Man strebt eine hohe Automatisierung, gemeinsame Datennutzung an. Wenn ich die Daten schon im Performix pflege, will ich die gleichen Daten im LMS verwenden können. Open OLAT, das Extranet für Schüler und Studierende. Wir haben gesehen, dass Absenzmanagement, das bei IBW forciert wird. Wir bieten keinen direkten Online-Zugriff auf Performix an, sondern wir nutzen Open OLAT, das Plattform für Schüler und Studierende. Wir wollen die Digitalisierung von Prozessen aus der Bildungsadministration fördern. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das noch Absenzenlisten kennen auf Papier. Das sind typische Prozesse, die wir mit Open OLAT einfacher abdecken können. Und als letztes Ziel auf dieser Folie, wir wollen uns auf unsere Kernkompetenzen fokussieren. Wir möchten kein LMS anbieten, sondern wir möchten uns auf das ERP-Business fokussieren im Bereich Bildung und Verband und zusammen mit Frentix und Open OLAT die LMS-Kompetenz in unsere Projekte nehmen. Das Ganze, das Christian grafisch gezeigt hat mit der schönen Animation, hier noch etwas statischer. Wir verwalten im Performix im blauen Bereich Adressen, Ereignisse, Buchungen. Im oberen Bereich haben wir Open OLAT mit Adressen, Kursen und Teilnehmern und Betreuern. Und die Idee ist, dass ein automatisierter Abgleich nach oben in die Cloud quasi stattfindet. Und zwar, dass wir Logins, Teilnehmende, Termine, Zusatzinformationen, Ereignisbuchungen abbilden aus dem Performix in Open OLAT. Was synchronisieren wir überhaupt alles aus unserem System? Zum einen dieses klassische hierarchische Konstrukt mit Klassen und Fächern, was Florian heute Morgen auch noch aufgezeigt hat mit dem Curriculum. Darin geben wir eine Vorlagennummer an. Das ist die technische ID, die wir im Open OLAT haben, als Kurs-ID. Und der Synker kopiert dann diese Vorlage und trägt entsprechende Teilnehmer und Betreuer darin ein.
Dann synchronisieren wir Teilnehmer und Dozierende, Adressinformationen, diverse Stati- und Zusatzattribute. Wir synchronisieren Termine, Buchungen von Räumen und Dozierenden. Wir wollen den Stundenplan online abbilden können. Spezialitäten haben wir umgesetzt, die Erstellung von virtuellen Klassenräumen. Automatisiert mittels Information aus Performix werden schon virtuelle Klassenräume beispielsweise mit Vitero angelegt. Abgleich von Fotos, wir verwalten Fotos in unserer Software, die sollen auf OpenOLAT ebenfalls bereits ersichtlich sein. Und das Absenzenmanagement und die Kompetenzstrukturen, ich habe mal hingeschrieben, coming soon. Wir haben gesehen, das sind auch die nächsten Ausbauthemen, die uns im Sommer erwarten. FX Syncer Does the Magic, für uns ein sehr tolles Tool, auch für unsere Kunden, die Oberfläche, wo man sieht, was überhaupt beim Synchronisationsprozess passiert. Der Job läuft normalerweise ohne Zutun automatisch durch. Der Benutzer hat aber doch ein Frontend, wo er den Abgleich kontrollieren kann. Das heißt, IBW oder andere Kunden von uns starten den Synker, lassen den Job durchlaufen und sehen dann auf der rechten Seite User, Kurse, die angelegt werden, Gruppen, die angelegt werden, Kalendereinträge, die synchronisiert werden, wie viele GoToTraining oder Vitero-Räume werden angelegt in diesem Synchronisationsvorgang und sehen auch, wenn Fehler bei der Synchronisation entstehen sollten und können diese dann in unserem Quellsystem entsprechend beheben. Kleiner Einblick, wie sieht das nachher überhaupt aus? Hier IBW auf OpenOLAT. Interior Designer, mehrsemestriger Lehrgang. Jedes Semester wird das Kurs publiziert auf OpenOLAT. Es werden Teilnehmende eingebucht, es werden Studierende eingebucht mit entsprechendem Foto aus dem Performix. Und hier als Beispiel die Stundenplanintegration, wo wir sehen, dass die einzelnen Kursblöcke, die einzelnen Termine aus Performix direkt angelegt werden im Kurskalender. Mit dem entsprechenden Ort, das könnte das Zimmer sein, das könnte die Raumbuchung sein, mit einer Beschreibung, auch da haben wir diverse Ausbauideen, was da noch alles reinkommen könnte. Und der Studierende, wenn er jetzt in mehrere Fächer und Kurse eingetragen ist oder auch in mehreren Semestern eingetragen ist, dann braucht er ja einen zentralen Kalender. Er will nur einen Kalenderfeed in seinem Outlook oder wo auch immer einbinden. Und auch diese Funktion wurde im OpenOLAT umgesetzt. Ich kann in meinem persönlichen Kalender einen aggregierten iCall-Link abonnieren, in dem ich dann alle Termine aus allen Kursen direkt in mein Outlook reinziehen kann. Und als zweite Sichtweise, Stundenplan ist ja nur die Klassensichtweise oder die Teilnehmersichtweise. Es gibt noch die Sichtweise des Dozierenden. Ich will wissen, wann und wo muss ich überhaupt unterrichten. Zusammengefasst als Einsatzplan. Und auch diese Daten verwalten wir in Performix und auch diese Daten werden in persönlichen Kalender von OpenOLAT eingetragen. So kann ich als Dozierender nur einen Link integrieren und kann dann meinen Einsatzplan direkt im Outlook integrieren und sehe dann jeden Tag, wo ich überhaupt unterrichten muss. Performer seit 1995, Inhaber geführt. Wir 25 Mitarbeitende fokussieren uns auf Projektleitung, Beratung, Support und Services. Die Entwickler von Performix sind ebenfalls hier anwesend mit Jürgen Strauß und Manuel Schaffner, die ebenfalls hier unter uns sind. Und wir betreuen rund 100 Kunden aus den Bereichen Bildung, Verband, NGO und MPO. Und immer mehr Kunden wechseln nun oder suchen sich OpenOLAT als zusätzlichen Partner aus für die LMS-Integration. Und ja, wir freuen uns auf viele weitere Projekte zusammen mit Frentix und OpenOLAT. Danke. Ja, danke vielmals, Christian, dass wir die Gelegenheit erhalten, hier kurz unsere SAP-Anbindung vorstellen zu dürfen. Die Uni Zürich verwendet für ihre administrativen Arbeiten das Campus-Management-System von SAP. Die Idee des Campus-Kurses ist, OLAT mit der SAP-Applikation zu verbinden und so die Lernprozesse zu vereinfachen.
Ja, Martin Schranner und ich möchten gerne kurz vorstellen, wie das aussieht in unserem OLAT für den Benutzer. Also ein paar Screenshots und danach stellt Martin, also erzählt etwas zur technischen Realisierung davon. Das hier ist eine Ansicht unseres Vorlesungsverzeichnisses. Die Daten, die wir hier sehen, kommen aus dem SAP und zeigen die Lehrveranstaltungsbezeichnung und Lehrveranstaltungstitel sowie der Verantwortliche der Lehrveranstaltung. Studierende suchen sich so ihre Vorlesungen, ihr Modul aus und buchen das darüber. Diese Informationen, die hier angezeigt sind, übernehmen wir dann in OLAT. Hier haben wir eine Ansicht von OLAT mit der Campuskurserweiterung. Wie ihr seht, ist in der Hauptnavigation oben ein weiterer Bereich dazugekommen für einen Autor, der hier eingeloggt, angemeldet ist. Und zwar ist das ein eigener Bereich Campuskurse. Darin findet er automatisch alle Veranstaltungen, welche er in SAP publiziert hat. Er kann dann mit einem einfachen Klick, ich sehe, die Folie ist nicht ganz so scharf hier angezeigt, hier hinten mit dem Button Erstellen kann er einen Kurs automatisch erstellen mit zwei Klicks schlussendlich. Er wird durch einen Wizard geführt, der Campuskurs erstellen heißt und hat drei Optionen für eine OLAT-Kurserstellung. Die meistgebrauchte Option ist der Standardkurs. Das ist ein Template für einen Kurs mit den häufig gebrauchten Kurselementen. Er kann aber auch einen eigenen konzipierten bestehenden Kurs als Basis gebrauchen und diesen verknüpfen mit dieser Lehrveranstaltung. Eine weitere Option, die wir eingeführt haben, ist, dass er einen vorsemestrigen Kurs, der bereits besteht in OLAT, weiterführen kann. Mit diesem Beenden des Wizards hat er automatisch, der Dozierende, einen fix fertigen OLAT-Kurs. Der große Vorteil dabei ist, dass er die meistgebrauchten Bausteine wie die Einschreibung, man sieht es ganz schlecht hier, Einschreibung, den E-Mail-Baustein, Ordner, Forum und den Aufgabenbaustein angelegt hat. Er kann den danach mit seinem persönlichen Lerninhalt abfüllen. Was wir realisiert haben, ist, dass wenn er diesen Kurs über diesen Weg erstellt hat, einen Dozierenden, dann muss er keinen Publizierungsvorgang mehr machen. Der Kurs ist automatisch sichtbar für alle Studierenden, die sich für dieses Modul in SAP angemeldet haben. Was auch automatisch angelegt wird, sind die Gruppen. Wir nennen diese Campusgruppen initial, der Name kann aber angepasst werden. Die Studierenden, die sich eingeschrieben haben über SAP, werden hier in die Campusgruppe A eingetragen. Ganz automatisch, das heißt, wir gleichen mit den Daten von SAP jeweils einmal im Tag ab. Gewisse Daten übermitteln wir sogar halbstündlich. Die Campusgruppe B, die zweite Gruppe, erstellen wir dazu, weil es Auditoren gibt. Das heißt, Leute, die sich nicht über SAP einschreiben und trotzdem manuell in OLAT anmelden wollen. Jetzt wechsle ich die Ansicht zu einem Studenten. Der Studierende, der sich via SAP eingeschrieben hat für eine Lernveranstaltung, hat bei seiner Anmeldung in OLAT unter dem Bereich Meine Kurse automatisch seine Campuskurse sichtbar. Die Nummer der Veranstaltung und die Bezeichnung der Veranstaltung ist identisch mit der Ausschreibung in SAP. Es kann sein, dass ein Dozierender ein solcher Kurs, der übermittelt wurde in OLAT, noch nicht erstellt hat, der Student sich aber dafür bereits eingeschrieben hat, damit er weiß, das hat geklappt, ist dieser Kurs dann hier gekennzeichnet in Arbeit.
Der große Vorteil da ist, ein Student muss in OLAT nicht mehr auf die Suche gehen, wo ist mein Kurs. Er hat ihn sofort ersichtlich unter seinem Bereich. Ja, die Highlights für den Benutzer ist die Konsistenz zwischen seiner Anmeldung in SAP und dann ist das gleichzeitig erfolgt in OLAT. Die Dozierenden, für sie ist das Gleiche. Die Modulbuchungen oder die Veranstaltungen, die sie publizieren, sind sofort sichtbar auch in OLAT. Es ist eine Vereinfachung des Prozesses dadurch. Es braucht nur wenige Klicks für einen Dozierenden, einen Kurs zu erstellen. Und ein weiterer Vorteil ist, die Kursstruktur von unseren Uni-Kursen sehen sehr ähnlich aus und haben damit auch einen guten Wiedererkennungseffekt für die Studenten. Für den Studierenden ist es eine einmalige Einschreibung und er benötigt keine Suche mehr. Wir haben auch Herausforderungen entdeckt mit der Benutzung des Campus-Kurses. Etwas fraglich ist für uns noch, ist es nicht verwirrend, dass wir einen eigenen Bereich haben, Campus-Kurse, und diese Kurse nicht auch unter dem Autorenbereich auffindbar sind. Was auch geschieht, ist, wenn Dozierende die übermittelten Lehrveranstaltungen nicht in einen OLAT-Kurs überführen, dann stehen die einfach immer mit dem Attribut in Arbeit in unserem System. Das kann störend wirken. Nichtsdestotrotz ist der Campus-Kurs an der Uni Zürich sehr, sehr beliebt. 4 Fakultäten setzen diesen Kurs, diese Art oder diese Anbindung konsequent an. Dann übergebe ich gerne an Martin für einen Einblick in die technische Realisierung. Also die technische Umsetzung in OLAT besteht aus 4 Konzepten. Zum einen SAP-Import, dann User-Mapping, die Erstellung eines Campus-Kurses durch den Dozenten und schließlich die Synchronisation. Diese Konzepte werde ich nun im Folgenden erläutern. Das erste Konzept ist der SAP-Import. Damit OLAT die Daten aus SAP kennt, müssen die Daten natürlich importiert werden. OLAT benötigt vom SAP-Campus-System folgende Daten. Es benötigt die Dozenten, Studenten, die Kurse und die Institute, Fakultäten, sowie die Zuordnungen Kurse, Dozenten, Kurse, Studenten, das heißt die Einschreibungen und dann auch Kurse, Institute, Fakultäten, also in welchem Institut, zu welchem Institut, zu welcher Fakultät gehört ein Kurs. Um diese SAP-Daten in OLAT abzubilden, wurde die Datenbank um entsprechende Tabellen erweitert. Es gibt neu eine Datenbanktabelle CK-Kurs für die Kurse, Lectures für die importierten Dozenten, für die Studenten und CK.org, das ist für die Institute und Fakultäten und dazwischen entsprechende Zwischentabellen. Die Datenbanktabellen werden einmal täglich um 5 Uhr morgens mit dem SAP abgeglichen. Wir erhalten diese Daten in Form von CSV-Files und für die technische Umsetzung verwenden wir Spring Batch. Spring Batch ist ein Java-Framework für Stapelverarbeitung, in unserem Fall für das Lesen von CSV-Files und das Schreiben von Datenbankeinträgen. Hier sieht man noch schematisch, wie so ein Import vor sich geht. Zuerst werden parallel die Dozenten, Studenten, Kurse und Fakultäten-Files importiert und geschrieben. Und wenn das fertig ist, werden noch die Zwischentabellen gefüllt. Und das kann man sehr einfach mit Spring Batch abbilden. Und weil es parallel läuft, weil die Sachen je parallel laufen, ist es auch sehr schnell. Es geht lediglich 7 Minuten, alle Daten zu importieren. Das zweite Konzept ist dann, dass man die Daten, die von SAP importiert, dass man diese Daten, die man von SAP importiert hat, die Dozenten und Studenten, die sind ja von SAP, die muss man dann einem OLAT-User zuordnen. Und das ist das User-Mapping. Und das macht man anhand von E-Mail-Adressen.
oder Mitarbeiternummern. Da gibt es aber auch solche, die kann man nicht mappen. Also das häufigste ist, dass der User in SAP vorhanden ist, aber sich in OLAT nicht oder noch nicht registriert hat. Und zum Teil gibt es auch irgendwie unterschiedliche E-Mail-Adressen, das muss man dann von Hand machen. Wenn das Mapping funktioniert hat, wird in der CK-Student-Tabelle ein Fremdschlüssel auf die entsprechende OLAT-User-Tabelle gesetzt. Wir machen das alle 30 Minuten, damit ein User, der sich in OLAT neu registriert hat, möglichst schnell seine Campuskurse sieht. Dann, was passiert, wenn ein Dozent auf Erstellen klickt, was Sandra vorher gezeigt hat? Ja, wie sie schon gesagt hat, wird ein ganz gewöhnlicher OLAT-Kurs erstellt mit einigen vordefinierten Bausteinen und Initialdaten aus dem SAP. Und diese lesen wir dann aus diesen CK-Tabellen heraus. Also Kurstitel, Kursbeschreibung aus CK-Kurs, Dozent oder Dozenten aus der Lecture-Kurs-Tabelle. Dann gibt es eine Business-Gruppe A mit dem Namen Campus-Gruppe A und diese wird mit den Teilnehmern aus SAP abgefüllt und eine Campus-Gruppe B, die leer ist und für externe Teilnehmer, die nicht in SAP sind, gedacht ist. Da sieht man noch, was auf Datenbankebene geschieht. Wenn ein Kurs erstellt wird, dann hat man ja links die Campus-Kurs-Erweiterungstabelle. Dann wird, ja, sobald ein OLAT-Kurs erstellt wird, wird ein Fremdschlüssel auf den OLAT-Kurs erzeugt und dann Fremdschlüssel auf die Businessgruppen für die Teilnehmer. Ja, das letzte Konzept ist noch, dass man die Daten natürlich regelmäßig synchronisieren muss. Aus den, wie gesagt, um 5 Uhr morgens werden die SAP-Daten importiert und nachher werden regelmäßig die erstellten Campuskurse mit den Teilnehmern, Dozenten und Titel- und Kursbeschreibung aus dem Import synchronisiert. Wir machen das wieder häufiger, alle 30 Minuten, nicht nur einmal pro Tag, weil sich inzwischen neue Teilnehmer registriert haben können und die sind dann, müssen ja auch synchronisiert werden. Ja, noch zum Abschluss ein paar wenige Worte zur technischen Umsetzung auf Code-Ebene. Wir haben die Campus-Kurs-Modulerweiterung modular umgesetzt, das heißt, der Campus-Kurs-Code befindet sich in einem eigenen Java-Modul. Das bedeutet, wir haben am OpenOLAT-Kern und im Code und auch in der Datenbank keine Veränderungen vorgenommen. Also das heißt, es gibt keine Abhängigkeiten vom Kern zum Campus-Kurs. Der Campus-Kurs ist völlig eigenständig und kann beim Kompilieren nach Belieben hinzugeschaltet werden. Ja, damit sind wir am Ende unseres Vortrages. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gut, hallo zusammen. Also bei uns geht es um die Schnittstelle zwischen Evento und OpenOLAT an der Hochschule für Soziale Arbeit. Als Campus-Management-System verwenden wir Evento. Von Evento gibt es eine Desktop-Applikation und Web-Applikation, die Evento Web Tool heißt. In Evento haben wir Module, ja, und jedes Modul hat verschiedene Modulanlässe. Quasi das Modul ist das übergeordnete Konzept und Modulanlässe sind Teile davon. Und Studierende tragen sich online nicht in das Modul ein, sondern in die Modulanlässe über ein virtuelles Portal. Als Learning Management System haben wir natürlich OpenOLAT und dort haben wir Kurse mit einer oder mehreren Lerngruppen. An der Hochschule für Soziale Arbeit verwenden wir keine Kurstemplates, zum Beispiel zur Automatisierung, und das hat didaktische Gründe aus Überlegung, quasi uns ist aus didaktischen Gründen sehr wichtig, Vielfalt in der Lehre, quasi aus der Idee, die Welt ist vielfältig, also sollte auch
unsere Lehre vielfältig sein und das stoßt sich ein bisschen mit einer weitgehenden Automatisierung, die natürlich Dozierende zum Beispiel teilweise sicher gern hätten. Aber unser Anliegen ist es, dass Dozierende ihre Lernumgebungen selber gestalten. Also quasi Dozierende haben bei uns die Verantwortung für ihre Kurse. Ja. Jetzt Teilnehmende in die Kurse werden durch die Administration manuell eingetragen, kurz vor Semesterbeginn. Und das hat einige Nachteile. Und zwar um den Semesterbeginn in diesen 2-3 Wochen plus minus kommt es sehr häufig zu Änderungen in den Teilnehmenden von Modulen. Also, und da ist dann häufig so, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommt, ja, um diese Änderungen im administrativen System in Eventa nachzuvollziehen. Und dann ist es immer wieder halt so, dass Studierende halt sich wundern, sie sind in Eventa eingeschrieben, haben sich im letzten Moment eingeschrieben, aber sie haben keinen Zugang auf den OLAT-Kurs. Ja. Dann haben wir uns zusammen, mit Frentix, mit unserer IT getroffen und die haben uns dargestellt, ein bisschen, wie das die Zusammenhänge in Eventa ist. Und da haben wir gemerkt, das ist teilweise ziemlich kompliziert und es hat sich auch gezeigt, dass bei uns auch Wandtafeln noch gerne eingesetzt werden. Ja. So ist also die Situation. Eventa haben wir Module mit Modulanlässen, in OpenOLAT haben wir Kurse mit Lerngruppen. Wie wollen wir das synchronisieren? Oder eigentlich Teilnehmer von Modulen sollen in OpenOLAT rein. Und da hatte Florian die sehr schöne Idee, wie wir das realisieren können. Also wir gleichen quasi nicht Modul und Kurs miteinander ab, sondern Modulanlass mit Lerngruppe, mit Lerngruppen. Und da stellen unsere IT-Services stellen eine REST-API als Schnittstelle bereit und passen die an unsere Bedürfnisse an. Und Frentix programmiert einen FX-Syncher und betreibt ihn. Zur REST-API, diese wird via URL aufgerufen und sie liefert dann Daten zu den Personen, Personendaten zu Studierenden und Modulverantwortlichen und der FX-Syncher erstellt beim ersten Durchlauf, falls noch nicht verraten, erstellt die Lerngruppen zu pro Modulanlass eine Lerngruppe, erzeugt, falls nötig, neue OpenOLAT-Accounts für Studierende und erträgt die Studierenden in die Lerngruppen ein. Plus erträgt Modulverantwortliche als Betreuende in die Lerngruppen ein. Die Synchronisation erfolgt dann einmal täglich. Das ähnliches Bild habt ihr ja schon gesehen. Sobald der FX-Syncher automatisch läuft, kann man da sich eine Übersicht verschaffen, was passiert ist. Ob neue User erstellt wurden, neue Lerngruppen und so weiter. Okay, was ist die Aufgabe der Dozierenden? Am Beispiel eines Modulanlasses. Die Modulanlasse in Eventa haben so ein bisschen eine kryptische Nummer und quasi der Syncher erstellt, der Syncher erstellt zu diesem Modulanlass eben eine Gruppe und ergibt der Gruppe den Namen dieses Modulanlasses, damit die Dozierenden den Modulanlass auch finden können. Und ich, wenn ich jetzt ein Dozierender bin, gehe in die Mitgliederverwaltung meines Moduls, klicke auf Gruppe hinzufügen. Dann, wenn ich nicht viele Kurse habe, finde ich vielleicht die entsprechende Gruppe relativ schnell. Also hier steht sie in der obersten Zeile und kann diese auswählen und in den Kurs eintragen. Oder ich kann auch natürlich einfach nach der Gruppe suchen. In der Gruppenverwaltung sie auch so integrieren. Das heißt eigentlich für mich als Dozierenden gibt es nicht so viel zu tun. Ich muss einfach Kenntnis haben, eben
wie der Modulanlass heißt. Ja, und sobald der Kurs mit der Lerngruppe verknüpft ist, sollte dann alles automatisch ablaufen. Ja. Vielen Dank, das ist unser Modell für diese Schnittstelle. Ja, vielen Dank, Bea. Ich habe vielleicht auch noch zwei Worte. Wir haben jetzt einmal den Zugang im Einsatz mit Performance und einmal mit Evento. Wir haben die ganze Idee ist eigentlich unterschiedlich aufgesetzt worden, und zwar deswegen, weil eigentlich die Dozierenden unterschiedlich arbeiten. Wir haben bei den Institutionen, wo wir jetzt Performance im Einsatz haben, Dozierende, die sehr häufig das Material von der Institution verwenden müssen, wo die Kurse vorgegeben sind und wo es viel schematischer abläuft, wo die Dozierenden weniger zu sagen haben, sag ich mal. Wir haben die HSA, wo die Dozierenden eigentlich ihre Kurse selber gestalten wollen. Bei dem ersten Modell mit Performance ist die Idee, dass man im OpenOLAP Template-Kurse hat, die schon definiert sind, wie die ausschauen. Da ist noch ein Kontaktformular oder was auch immer, das ist nicht fertig. Und wir haben die Events auf der anderen Seite Performer und Performance drin. Wenn ihr neue Kurse erstellt werden sollen, dann wird einfach eine Kopie gemacht auf der Seite von OpenOLAP von diesem Template. Es wird ein neuer Kurs erstellt. Es ist eine Kopie davon mit der gleichen Struktur. Leute werden eingetragen, Dozenten werden eingetragen und die Dozierenden gehen dann in den Kurs rein. Ja, vielleicht noch das ein oder andere Dokument hoch, aber ansonsten arbeiten die mit dem fixfertigen Kurs. Es läuft soweit perfekt, die Leute gehen rein, die Dozierenden arbeiten mit dem Kurs und müssen nicht in den Kurs ändern. Damit ist die Abstraktion extrem reduziert. Bei der HSA hat man eine andere Situation. Das heißt, die Dozierenden machen ihre Kurse selber. Die bauen Aufgaben ein, die machen auch Dokumente und so weiter. Also während dem Semester müssen die immer wieder neue Dokumente hinzufügen und arbeiten. Da funktioniert das Modell mit dem Template überhaupt nicht. Das wollten wir nämlich am Anfang auch so umsetzen. Da haben wir aber gemerkt, es geht so. Das heißt, die wollen alle ihren Kurs vom letzten Jahr weiterführen. Und deswegen dann die Umsetzung mit den Gruppen, dass wir gesagt haben, aus dem Event holen wir die Gruppe. Die Gruppe muss halt dann wieder durch den manuellen zu seinem Kurs hinzufügen. Und so kann der auch mit seinem Kurs weiterarbeiten. Also von daher haben wir deswegen bei der Situation ein anderes Modell gegeben. Okay. Auch ein Hallo von meiner Seite. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen einen Überblick geben über unsere Lösung. Wir nennen es Hamilton Medical College, das wir für unsere Kunden oder auch für jedermann zur Verfügung stellen. Wie das aussieht, wir gehen auf die Systemlandschaft ein, dann den Login-Prozess, den wir mit Open LDAP implementiert haben, und am Schluss verliere ich noch ein, zwei Worte zur Migration, die kurz bevorsteht. Wie es der Name schon sagt, sind wir im Medical-Bereich tätig. Wir entwickeln Beatmungsgeräte und wir nutzen die Plattform für unsere Produkte zu schulen. Weltweit haben wir aktuell 29.000 User, die da zugreifen. Wir nutzen sie im Bereich Grundlagen der mechanischen Beatmung, aber auch unsere eigenen Produkte. Produktschulungen werden darüber gemacht oder spezielle Features und Technologien vorgestellt. Der Zugang ist für alle offen. Die einzige Bedingung ist eine Registration auf unserer Webseite, wie wir dann später sehen werden. Die Startseite sieht sehr, sehr einfach aus. Das mussten wir so reduzieren, dass wir keine Komplexität haben, weil es überall genutzt wird und je nachdem auch von der Performance her, also das optimiert haben. Wir haben eine schlichte Liste mit allen Kursen, die wir anbieten, und mit einem Klick kommt man dann zum Kurs. Kursaufbau, auch hier haben wir ganz einfache Kurse. Wir nutzen SCORM 1.2 mit HTML5 als Content. Jeder Kurs hat einen Test am Schluss. Und zusätzlich werden wir noch das Skript per PDF zur Verfügung stellen. Weiter haben wir noch ältere Kurse, die wir noch nicht migriert haben, die auf einem älteren E-Learning-System basieren. Die binden wir über die LTI-Schnittstelle ein. Die Kurse sind, für jeden Kurs, den man ab
schließt und den Test besteht, bekommen ein Zertifikat. Wir unterscheiden zwei Zertifikate, die Standardzertifikat, dann haben wir, da sind wir eigentlich besonders stolz drauf, bei gewissen Kursen auch die oder Zertifizierung von American Association of Respiratory Care. Das heißt, wenn der Kursteilnehmer diesen Kurs besteht, bekommt er zusätzliche Credits, die er nutzen kann für seine Weiterbildung. So, zur Systemübersicht, zur Integration. Im Zentrum der Kommunikation mit unseren Kunden, aber auch Partnern, ist definitiv die Webseite. Wir haben da einen speziellen Login-Bereich, wo sich Partner, normale, wir nennen es MyHamilton-Kunden anmelden können. Dahinter steht nichts anderes als ein LDAP-Server. Das ist ein Open-LDAP-Server. Wir haben als CMS-System das Magnolia im Einsatz. Dann haben wir die Open-OLAT-Plattform. Und schlussendlich die User, die sich dann über die Webseite registrieren. Die Registrierung wird im LDAP-Server gespeichert. Dann nutzen wir die Synchronisation zwischen dem LDAP und dem Open-OLAT-Server. Da werden die User-Daten synchronisiert, aber auch Gruppeninformationen übergeben wir ans Open-OLAT. Es ist möglich, als Kunde kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Produkt bei uns eingekauft habe und eine Schulung bevorsteht, kann ich Usergruppen definieren und die werden dann im LDAP erfasst und so ans Open-OLAT übergeben. Wie gesagt, anfangs schon erwähnt, haben wir noch ältere Module, die auf einem anderen E-Learning-System noch zur Verfügung steht, bis die alle vollständig migriert sind. Die haben wir über LTI, über die LTI-Schnittstelle integriert. Wie sieht der Login-Prozess aus? Der User meldet sich über einen Klick College-Link ein beim CMS an. Das CMS hat eigentlich nur eine Aufgabe, es muss prüfen, ist er schon angemeldet irgendwo. Falls nein, wird er weitergeleitet zum Login-Formular, das dann über den LDAP-Server geprüft wird. Der LDAP-Server gibt das Okay ans Magnolia und schlussendlich wird dann der OAuth-Token an den Open-OLAT-Server weitergegeben. Der andere Weg, falls er schon angemeldet wird, ist, der User war vielleicht schon auf unserer Website, hat andere Sachen angeschaut und geht dann über den E-Learning-Link, wird er direkt ans Open-OLAT weitergeleitet. Zur Migration vielleicht noch, das alte System, wir sind mittendrin jetzt, das umzustellen auf die neue Plattform. Und da haben wir eigentlich keine Verluste. Wir migrieren alle User-Daten, alle Lerngruppen und wichtig auch für uns noch, dass wir die Zertifikate aus dem alten System, die migrieren wir in dem Sinn, dass wir sie on the fly auf dem neuen System mit den alten Daten neu generieren und dann somit dann quasi eine nahtlose Migration für die User sicherstellen. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Vielen Dank. Ja, willkommen auch von meiner Seite für eine kleine Präsentation zur Integration zwischen unserer Schulverwaltungslösung und OpenOLAT. Unsere Ausgangslage, die Kaleidos Bildungsgruppe, umfasst Schulen aller Stufen, vom Kindergarten über ein Gymnasium, Grundbildung, Sprachschule bis zu einer Fachhochschule. Und jede dieser Schulen hat ihr eigenes Profil und ihr eigenes Unterrichtsdesign. Dennoch ist es uns wichtig, dass wir innerhalb der Gruppe Synergien nutzen können. Wir haben inhaltliche Überlappungen und auch sonst die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und möchten dies nutzen. Wenn wir nun eine einzige Lösung suchen für die gesamte Gruppe, dann besteht ein erhebliches Risiko,
dass dies für alle ein bisschen, aber für niemanden wirklich passt. Und das gilt vor allem auch für Systeme, die dann den Alltag zwischen den Lernenden und den Lehrenden unterstützen. Ihr könnt euch alle vorstellen, dass in der Primarschule nicht die gleichen Anforderungen bestehen wie in einem Selbststudium auf einer Weiterbildungsebene oder an einer Fachhochschule. Das heißt, wir sind bestrebt, in der Gruppe einen Baukasten von Lösungen bereitzustellen, aus denen die Schulen dann kombinieren können. Unsere Vision: Wir haben ein zentrales Schulverwaltungssystem für die Verwaltung der Stammdaten und auch ganz wichtig für die Archivierung. Ihr wisst alle, es gibt eine große Menge von rechtlichen Rahmenbedingungen, die festlegen, was man verwalten darf, was man verwalten muss, was man wie lange aufbewahren muss. Und diese Themen behandeln wir zentral in einem System. Im Unterschied dazu möchten wir die didaktischen Prozesse möglichst flexibel mit passenden Werkzeugen unterstützen. Es gibt deshalb rund um diese zentrale Schulverwaltung eine ganze Reihe von so Satelliten, welche die Schulen einsetzen können, wenn sie in ihrem jeweiligen Szenario passen. Diese Satelliten sind, während der Unterricht stattfindet, extrem wichtig. Die werden jeden Tag gebraucht, aber am Ende des Semesters sollen sie ihre Bedeutung verlieren. Wir wollen nicht diese Systeme über Jahre am Leben erhalten müssen, aus rechtlichen Gründen, wegen Archivierungspflichten beispielsweise. Ein paar dieser Satelliten sind Open-OLAT-Instanzen. Wir haben in der Gruppe verschiedene Schulen, die Open-OLAT einsetzen, sei es als Medium zur Bereitstellung von Lerninhalten, sei es als Plattform für Tests, sei es als Austauschplattform für Dateien. Auf ganz verschiedene Art und Weise wird OpenOLAT eingesetzt. Und jede Schule hat die Möglichkeit, für jeden Lehrgang, den sie gestalten, auszuwählen, welche Bestandteile und Systeme passen. Unser Schulverwaltungssystem WIDU ist eine Eigenentwicklung. Das heißt, wir haben den ERP-Teil mit Funktionen ähnlich wie denjenigen, die wir vorhin auf den Slides von Performa gesehen haben, selber entwickelt. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass wir am Markt kein System gefunden haben, das vom Kindergarten bis zur Fachhochschule alles befriedigend abdeckt. Die Integration erfolgt so, dass die Stammdatenbewirtschaftung zentral in der Schulverwaltung erfolgt. Auch die Anmeldung des Benutzers erfolgt an diesem System und der Benutzer wird über einen persönlichen Link von dieser Lösung ins OpenOLAT weitergeleitet. Es gibt auch das umgekehrte Szenario. OpenOLAT versendet ja Benachrichtigungen mit Links direkt auf OpenOLAT. In diesen Fällen erfolgt die Umleitung von OpenOLAT zurück in die Schulverwaltung. Der Benutzer meldet sich dort an und gelangt dann auf die OpenOLAT-Seite, die er eigentlich aufrufen wollte. Ganz wichtig, wir trennen strikte zwischen administrativen und didaktischen Themen. Die ganzen didaktischen Inhalte werden vollständig in OpenOLAT gepflegt. Je nach Schule wird dies durch Lehrgangsverantwortliche vorgegeben und die Dozenten nutzen einen vordefinierten Kurs oder die Dozenten pflegen diese Kurse selber. Wir haben vorher schon diese beiden Sichtweisen in den vorhergehenden Vorträgen angetroffen. Wir haben auch beides. In jedem Fall findet dies in OpenOLAT statt. Die ganze administrative Bewirtschaftung, Anmeldungen erfolgen in unserer Schulverwaltung.
Ein wichtiger Teil ist Single Sign-On. Wir wollen es vermeiden, dass sich Benutzer mit verschiedenen Namen an verschiedenen Orten anmelden müssen. Deshalb erfolgt die Anmeldung an unsere Schulverwaltungslösung. Im letzten Sommer, ich weiß nicht mehr, ob es Release 10.4 oder 10.5 oder so etwas war, ist in den Social Login Providern in OpenOLAT ein weiterer hinzugekommen, OpenID Connect. Und zwar in zwei Ausführungen, als ein Provider, den man integrieren kann, oder auch als eine Liste von Providern. Das kommt daher, dass unsere Gruppe etwa 20 Schulen umfasst mit verschiedenen Marken, die unter verschiedenen Domains auftreten. Und der Kunde soll sich jeweils bei seiner Schule anmelden. Deshalb gibt es für eine OpenOLAT-Installation unter Umständen eine ganze Reihe von OpenID Connect-Instanzen. Als wir das ursprünglich mit Frentix diskutiert haben, standen verschiedene Möglichkeiten im Raum. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, OpenID Connect einzusetzen. Frentix hat das in OpenOLAT implementiert. Wir haben es in unserer Lösung implementiert. Jede Seite hat diesen Teil unabhängig voneinander getestet, gesagt, doch, unser Teil funktioniert. Und dann haben wir sie zusammen sprechen lassen und es hat auf Anhieb geklappt. Ich denke, das zeigt gut auf, dass solche Standards, für die es auch öffentliche Testsuiten gibt, Ärger vermeiden können. Da gibt es also weder auf unserer Seite noch auf der Seite von OpenOLAT irgendetwas Spezifisches, das auf den anderen zugeschnitten wäre. Für die Aktualisierung der Daten verwenden wir das öffentliche REST API. Wir haben also im Unterschied zu den anderen Integrationen, die wir gesehen haben, weder ein Modul in OpenOLAT hinzugefügt, noch ein Synchronisationstool von Frentix entwickeln lassen, sondern haben das REST API selber eingebunden. Das REST API steht grundsätzlich als Teil von OpenOLAT zur Verfügung. Es existiert auch eine Dokumentation dafür, die ist verbesserungsfähig. Das heißt, wenn jemand von euch einfach nur die Dokumentation liest und versucht, so eine Integration herzustellen, wird er unnötige Leerläufe erleben. Das REST API an sich funktioniert gut, aber die Dokumentation führt den Entwickler in die Irre. Ein zweiter Aspekt, den es zu beachten gilt, das REST API ist nicht vollständig. Das heißt, es gibt Verschiedenes, das man in OpenOLAT als Administrator im UI tun kann, das über das REST API nicht zugänglich ist. Das erklärt sich aus der Geschichte von OpenOLAT. Ich habe das jeweils, wenn wir mit Frentix drüber gesprochen haben, sehr gut verstanden. Aber es ist eine Hürde, die es zu beachten gilt. Die beiden Aspekte waren für uns insofern kein Problem, als Frentix uns sehr gut unterstützt hat. Mit Erklärungen, mit Beispielen und punktuell mit Erweiterungen, dort wo das REST API effektiv ein Teilchen, das wir benötigten, noch nicht abgedeckt hat. Das zeigt, dass auf der Basis des öffentlichen API auch als Inhouse-Entwicklung eine Schnittstelle recht einfach umsetzbar ist und so ganz verschiedene Szenarien abgedeckt werden können. Bei uns ganz wichtig, OpenOLAT hat eine wohldefinierte Rolle, nämlich die Unterstützung des didaktischen Prozesses im Alltag und keine langfristige Bindung administrativ. Das heißt nicht, dass wir OpenOLAT morgen rauswerfen wollen. Im Gegenteil, wir sehen immer neue Anwendungsfälle, in denen OpenOLAT uns helfen kann. Aber wir wollen nicht davon abhängig sein, dass wir OpenOLAT langfristig am Leben erhalten können. Für uns ganz wichtig, im Gegensatz zu anderen LMS passen die Konzepte in OpenOLAT gut zu dem, was wir haben wollten. Wir haben kaum funktionale Überlappungen, sondern eine schöne Ergänzung, Bewirtschaftung,
im LMS, Schulalltag im Open OLAD. Und die paar Ergänzungen, die wir benötigt haben, passten auch zum Konzept von Open OLAD und haben so stattfinden können. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war jetzt nochmal ein ganz anderer Einblick. Eben das Beste, weil wir uns, ohne dass wir da unsere Finger im Spiel haben, mit entsprechenden Konsequenzen, Entwickler, die Dokumentation natürlich kennen und alles im Kopf haben. Zur Dokumentation. Also das Problem der Dokumentation ist, dass die Bibliothek, die wir verwenden, um diese Dokumentation zu erzeugen, dort hat es ein Problem drin gehabt, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und das ist mit E5 oder 12, ich bin nicht sicher, wo es jetzt genau implementiert ist, ist das behoben. Also die Dokumentation sollte jetzt besser werden. Aber die Kritik ist völlig berechtigt. Ja, Kaleidos, noch ein Wort. Ich habe hier gerade vorhin so ein Belegexemplar in die Hand gedrückt bekommen von Akadu, heißt es. Das ist die Zeitschrift von der, vom Akad College. Da ist jetzt der Artikel drin von der PDF-Steuer zur virtuellen Spielwiese übers Roland, wie es da eingesetzt wird. Kann man auch runterladen. Ich habe mich jetzt gerade gefreut, dass wir das hier noch bekommen haben. Ja, also es hat mich gefreut jetzt, dass wir einen schönen Überblick hatten über die verschiedensten Szenarien. Ich glaube, da hat man ganz gut gesehen, was und wie man es einsetzen kann, welche Ideen es gibt. Von daher würde ich jetzt ein bisschen den Zug in der Zeit durch. Wir haben eigentlich noch fast 20 Minuten. Ich habe gedacht, jeder überzieht mindestens 10 Minuten. Die sind halt nicht stattgefunden. Also wir haben jetzt noch wirklich Zeit, um uns auszutauschen. Sind sicher alle noch da, um Fragen auch zu beantworten. Ich kann gerne die Runde jetzt hier so. Wir sind ja hier als Konferenz da und nicht jetzt nur für Präsentationen. Also würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt austauscht. Oder wer hat jetzt spezifisch eine Frage zu einem Modell, das wir jetzt gesehen haben? Also bei Hamilton vielleicht noch, es gibt da zwei Instanzen dort, eine für Hamilton, eine für Hamilton Medical. Hamilton ist irgendwie von daher noch interessant, weil wir nochmal ein anderes Szenario haben. Auch dort haben wir den zynischen Einsatz. Hamilton wollte aber nicht, dass das ist dann nur für die internen Mitarbeiter, wo das Modell verwendet wird. Und die wollten nicht, dass wir mit dem Syncer, mit dem REST API auf die internen Systeme zugreifen. Was wir dann überlegt haben, ist den Einsatz von der Azure-DB. Das ist also eine Datenbank, die hier außerhalb von Hamilton steht. Und die relevanten Daten, die den Benutzerinformationen vom Mitarbeiter plus welchen Kurs bucht der Mitarbeiter, die werden dann von Hamilton aktiv in dieser externen DB reingeschrieben. Wir gehen dann mit Syncer darauf zu, holen die Daten entsprechend ab, erstellen die User im Open OLAD, erstellen die Gruppen, die Kurse, stellen die User in die entsprechenden Kurse rein, verschicken die E-Mails, dass die Leute informiert sind. Und erstellen die Zertifikate. Da gab es jetzt auch noch ein kleines neues Feature, nämlich dass bei einer Zertifikatserstellung das Zertifikat automatisch ans HR geschickt wird. Das heißt, in der Administration kann man jetzt eine E-Mail-Adresse hinterlegen und wenn dann sowas passiert im System, dann wird automatisch das HR informiert, dass der oder derjenige jetzt das Zertifikat gemacht hat. Das ist ein kleiner Umweg, dass man nicht eine Schnittstelle nochmal braucht, um eigentlich das aus dem Open OLAD das zentrale System zu füttern, sondern dass man das dadurch macht. Es ist immer noch ein händischer Prozess, der stattfindet, aber das HR muss dann nicht ständig irgendwo ins Open OLAD einloggen und schauen, ob jetzt jemand den Kurs bestanden hat oder nicht. Das ist eigentlich auch ein interessantes Szenario, das man da abgedeckt hat. Ja. Michael Lohmann, Hamburg. Ich bin Neuling auf der Detailebene Open OLAD. Ich habe an einer Stelle die Synchronisation von Terminen nicht ganz verstanden, die im ersten Vortrag auch zum Beispiel war. Auf der einen Seite habe ich das Campus-Management-System und für mich ist die Frage, ist es den Nutzern erlaubt, auf beiden Seiten individuelle Termine zu pflegen? Ist diese Schnittstelle bidirektional? Und das andere, ich hatte bislang den Eindruck, dass in Open OLAD immer ein Kalender nur pro Kurs, zwischen dem pro Lerngruppe und so weiter gepflegt werden kann. Ich
Ich habe das einfach noch nicht verstanden, wie die Synchronisation von Terminen da funktioniert. In welche Richtung? Oder wird ein künstlicher Mapping-Kalender erzeugt? Oder synchronisiert sich das im Client der Kunden? Ich habe das Konzept nicht verstanden. Du was dazu sagen, Rico? Ja, also bei den Performix-Kunden ist es so, dass die Terminverwaltung, also wir sprechen von ganzen Lektionenblöcken, 4 Lektionen, heute Morgen 8 bis 12 findet beispielsweise Mathematik statt. Das findet in einem bestimmten Raum statt und ein bestimmter Dozent ist darauf angebucht. Der Kurs der Mathematik, der wird ins OpenOLAP synchronisiert, erstellt mit der Kopie des Kurstemplates und darin werden dann die Teilnehmer und Dozenten angelegt, also die Teuer und Teilnehmende, und die Termine werden direkt in den Kalender, den Kurskalender eingetragen. Es findet aber keine Rückschnittstelle statt, also das heißt, die Termine werden in der Fabrik verwaltet. Das heißt, die Administration pflegt die einzelnen Unterrichtstermine, die werden synchronisiert im OpenOLAP und werden dann als Kurskalender eingebunden. Und ich als Teilnehmer kann dann einen aggregierten Kurskalender-Feed abonnieren für sein Objekt. Das heißt, Sie definieren prozessual eine Quelle der Pflege. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Blended Learning-Konzept hätte, dann ist wahrscheinlich administrativ die Veranstaltung besetzt. Aber der virtuelle Teil würde dann im administrativen System dort in den Kalender. Muss er nicht. Muss er nicht mal. Ja, okay. Quelle aus dem Administrationsbereich, Kopie, Auffütterung und dann über den Feed können die Leute sich das übernehmen. Danke. Also auch dazu hat man letztens noch interessante Fragen. Weil wir auch bei einer Institution, die das jetzt mehr so im schulischen Umfeld machen, wo es vielleicht irgendwie, wo wir einen Kurs erstellen werden, der eigentlich mehr eine Klasse widerspiegelt. Also wir haben Fachkurse, Deutsch, Mathematik, Französisch und wir haben einen Klassenkurs, Klasse 7a. Und jetzt kommt irgendwie am nächsten Mittwoch kommt der Polizist für ein Fahrradtraining oder sonst was und das habe ich jetzt in dem Performing-System nicht drin. Also ich habe jetzt Daten, die zum Schulalltag, die werden rübergespiegelt. Wenn ich eine Anpassung mache im Performix, kann ich entsprechend auf den Button klicken, dass das auch gleich wieder ins OpenOLAP rüber synchronisiert wird und auch dort aktualisiert wird. Aber es wird nicht der Kalender synchronisiert, sondern nur die Termine. Das heißt, als Dozent kann ich dann in meinem Klassenkalender den Polizisteneintrag dort reinmachen und die Schüler sehen den dann. Außerdem, wenn ich jetzt pro Fach beispielsweise einen eigenen OpenOLAP-Kurs habe, das war eine Funktion, die wir letztes Jahr für die IBW implementiert haben. Früher war das so, man musste praktisch jeden, wenn ich jetzt meine Kalender über iCall hier abonnieren möchte, dann musste ich für meinen Deutschkurs, den Mathekurs und den Klassenkurs jeweils die URL verwenden und da dort reinnehmen. Jetzt haben wir ein neues Feature, das ist dieser aggregierte Kalender. Das heißt, wenn ich im Kurs in meinem Kalender bin, kann ich sagen, ich möchte jetzt die und die Termine, die möchte ich aggregiert haben. Wenn ich aber noch irgendwo in einem anderen Kurs bin, wo ich Millionen von Termine habe, die ich darauf nicht haben will, dann kann ich den im OpenOLAP ausschalten, dann wird der nicht aggregiert und ich habe dann einen iCall-Feed, den ich dann hier implementiere und dann sehe ich alle Termine dann direkt darauf, die dann auch entsprechend aktualisiert werden. Ja, andere Frage an die Kollegen, die mit SAP synchronisiert haben. Wieso der Umweg über CSV? Also wir können sowieso auf beiden Seiten in Java implementieren. Wieso nicht direkt JMS vorbereiten oder sowas? Ja, das kann ich nicht so. Also das ist logisch. Das wird man mal angefangen hat, war das gar nicht so. Okay. Kurze eine Bemerkung noch zum Kalender. Mit dem Kalender gehen wir jetzt dann nochmal einen Schritt weiter, wenn das Absenzmanagement kommt. Weil dann sind die Termine, die in dem zentralen System drin sind, werden dann im Prinzip nochmal verwendet. Die werden dann automatisch rübergespielt ins Absenzmanagement und machen dann dort gleich die entsprechenden Häkchen, die man setzen kann, war anwesend, war nicht anwesend und so weiter. Im Moment ist noch nicht die Idee, dass das dann wieder in das zentrale System zurückgespielt wird. Wäre aber im Prinzip auch möglich, auch bei Performix, von daher dann interessant, wenn es darum geht, dass man beispielsweise 80% anwesend sein muss, sonst bekommt man irgendwie das Zertifikat nicht oder hat den Kurs nicht bestanden. Und auch die Information könnte man dann im Prinzip wieder zurückspielen. Es ist jetzt erstmal nicht angedacht, die Idee, dass die Kalendertermine ins OpenOLAP reinkommen von dem externen System,
das ist sehr wichtig, dass man das nicht hier nochmal manuell erfassen muss im OpenOLAT. Aber eigentlich das ganze Handling wird dann im OpenOLAT gemacht. Und das ist dann sicher auch nochmal interessant, weil die Dozierenden dann auch nochmal ein Stück mehr dazu forciert werden, ins OpenOLAT reinzugehen und dann die Hecke zu setzen, der da war und so das System aktiv nutzen müssen. Hat sonst noch Fragen zu dem Thema Integration? Also ich hätte noch was eher was ganz Allgemeines, und zwar zur Synchronisation von Daten, eigentlich auch das Löschen. Wie geht ihr denn so damit um? Wird es rigide gemacht oder ist es gar nicht auf dem Schirm? Oder gibt es da irgendwie so Konzepte, wie man sowas angeht, wie zum Beispiel ich lege jetzt einen Student vom Campus Management System, lege ich jetzt oder an, dann ist der extra probiert, aber trotzdem irgendwie im Alumni-Bereich. Kann ich ja dann jetzt nicht irgendwie löschen. Funktioniert ja dann. Gibt es da irgendwie oder ist das alles über One-Way? Ich lege die OLAT nur an und das Löschen überlasse ich dann irgendwie Prozessen im OLAT selbst. Ja, das ist zwischen Löschen sich und das gleiche gilt dann auch für Kurse, also die dann vom externen System quasi anliegt, da bleiben die dann da drin, der wird nicht gelöscht, wenn der abgelaufen ist im externen System oder so. Wie ist das so? Ich kann jetzt mal für die Performance-Implementierung dazu was sagen, wir haben das Problem einfach vor uns hergeschoben. Wir haben damals, als wir das erste Projekt gemacht haben, haben wir gesagt, ja, löschen tun wir nichts automatisch, das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und seit Jahren wird auch nichts gelöscht, sondern es läuft weiter. Nee, wir haben da noch keine automatisierten Prozesse. Es passt jetzt, ich meine jetzt, zumindest bei denen, die jetzt bei uns Kunden sind, wir haben ja dann eher das Modell, dass wir auch gleichzeitig die User verrechnen und nicht nach Lizenzen in dem Sinne, dass jetzt so und so viele Leute in der Datenbank drin sind. Von daher ist es, wenn die Leute nicht einloggen, dann tut uns das eigentlich auf dem Server auch nicht weh. Und dann sind es halt 1000 User oder 2000 User auf dem System. Das ist jetzt bei uns auch nicht so lizenzbasiert wichtig. Und von daher ist jetzt auch nicht unbedingt ein technischer Druck da, um User zu löschen. Zumindest bei den Instanzen, die wir uns kümmern. Aber das Thema ist ja ist wichtig, aber wir haben es noch nicht behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr es. Also bei uns ist es so, dass sich die Systeme nicht gegenseitig etwas löschen können. Also wenn ein SAP gelöscht wird, dann ist er einfach nicht mehr auf Teilnehmer geglaubt im Kurs, aber als OLAT-User bleibt er weiterhin drin. Und umgekehrt, wenn man in OLAT gelöscht ist, dann kann man nicht mehr gewählt werden. Also der Einkauf in den Kursen, das wird gelöscht, aber die Kurse selbst, da ist nicht SAP das treibende System. Und also die Immatrikulation bleibt bestehen für einen Studenten sowieso. Und wenn er auch die Institution wechselt, dann kann er nach wie vor auch nur zugreifen. Also dieser Lösch-Workflow von Benutzern oder auch von Inhalten, der läuft unabhängig von dieser Integration bei uns. Wir haben das bei uns ähnlich gelöst. Benutzer löschen wir nicht, weil diese grundsätzlich auch nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen haben, weiterhin zugreifen können auf verschiedene Systeme. Die Anwendung an einen Kurs oder die Teilnahme in der Gruppe, die empfehlen wir. Entsprechend als Teil der Synchronisierung. Gruppen löschen wir noch nicht. Die Lehrkräfte und Schuladministratoren möchten das, aber wir haben dann das Problem, dass Florian Knegge vorher bei den Kursen erwähnt hat, das Löschen ist in diesen Bereichen so ein bisschen unwiderruflich und wir rechnen damit, dass man das Undo für das Löschen auch hinkriegen müsste und jetzt auch noch im Modus noch nicht. Das ist ja
selbst durchspielen. Nein, ich sehe so. Ich weiß nicht, ob man dann eine Überlegung hat, ob die Bereich noch anders funktioniert, weil wenn es der Nutzer wäre, weiter synchronisiert oder erfasst die Studierenden. Sei man Roland, aber nach Ausbildung zu Ende werden sie gelöscht, dann sind sie weg. Und dann sie werden dann sich auch gesagt, dass, dass man auch in den Bereich, dann müssen wir sie neu erfassen, wenn sie noch nichts mehr zutreffen, was sie vorhaben. Und dann finde ich es schon interessant, wie das macht. Das war einfach mit dem Disk-Face-Typen einfach schlecht und zum Beispiel registrierte Pausen verlöschen. Also die haben nicht unendlich Speicher, oder? Speicher direkt, ja, das dauert man sich weg. Und wie das nun noch mal funktioniert, das sind direkt. Sind Sie die Benutzer? Werden die wechseln? Also werden die gelöscht, kommen die das auch gut gelöscht? Ja, also wenn man die User löscht, dann werden sie im Prinzip die E-Mail-Adresse umgeändert und der Benutzername und die E-Mail-Adresse sind wieder frei und sie erscheinen aber quasi noch als gelöschte User. Ja. Also bei der Performix-Implementierung läuft es so, dass wir letztlich automatisiert den Kurs anlegen. Wenn entsprechendes Häkchen im Performance gesetzt ist, publizieren im OpenOLAP, da geht der Synker rüber, sieht, aha, da gibt es einen Kurs, der nimmt den mit rüber und der bei dem Kursereignis im Performance gibt es im Prinzip zwei Daten. Einmal das Datum, Anfang, Enddatum, wann eigentlich dieser Präsenzkurs stattfindet, oder sagt man, der fängt von 1. Mai bis 31. Mai findet dieser Kurs statt. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht die Teilnehmer schon am 1. April dort rein sollen ins OpenOLAP und Dokumente runterzuladen, sich was durchzulesen und es soll auch bis zum 31.12. so bleiben. In dem Fall wird der Kurs erstellt. Bei Beginn-Datum-Enddatum vom OpenOLAP-Kurs wird der 1. Mai und der 31. Mai eingetragen. Das heißt, das ist das, was im OpenOLAP-Kurs auch vorne dann erscheint, wenn ich unter meine Kurse reingehe, dass ich das Datum habe. Hat aber nichts damit zu tun, ob ich jetzt tatsächlich Zugriff habe auf den Kurs oder nicht. Das wird eigentlich dadurch geregelt, dass wir den User dann am 1. April in den Kurs eintragen und am 31.12. nehmen wir ihn aus dem Kurs raus. Also dadurch steuern wir die Logik, wer jetzt eigentlich den Kurs sieht oder wer nicht. Aber der Kurs steht weiterhin, der User besteht weiterhin, als wir tun einfach nur die Verbindung aufheben. Und gerade in der Weiterbildung, wo wir jetzt Performance eigentlich auch am Anfang mit eingesetzt haben, ist es ja häufig so, die Leute machen einen Kurs, eine Woche, zwei Jahre später locken sie sich wieder ein, kaufen wieder einen Kurs und das ist mir als User immer noch, steht mir als User immer noch gleich. Gibt die Schnittstelle es aber hier eine Deprovisionierung von außen über die Schnittstelle laufen zu lassen? Das wäre ja jetzt noch offen. Keiner tut es, aber wäre es möglich? Wie bitte das mal was? Also wenn ich es jetzt ganz juristisch betrachte, dass ich sage, ich würde jedem ehemaligen gerne die Unterlagen offen halten, ist das eine und Speicherplatz habe ich genug. Die andere Frage ist ja, wenn jemand die Institution verlassen hat, habe ich im Grunde keine juristische Handhabe, seine Daten weiter zu verarbeiten. Ich müsste ihn entweder fragen oder löschen. Das heißt, ganz grundsätzlich bestünde ja ein Bedarf, über diese API zum Beispiel die Löschung zu initiieren. Ich kann es mir jetzt durchlesen, jetzt stand die Doku ist nicht ganz auf neuestem Stand. Ist die Provisionierung über die API möglich? Immer das Ex-Mara-Fleck. Kommt vom Campus Management. Also ich denke schon, dass man es löschen kann, aber ich weiß nicht, also technisch bin ich jetzt auch nicht der Richtige, um das sagen zu können, da kennst du mich wahrscheinlich besser. Aber die Sache ist halt so ein bisschen, deswegen ist dieses User-Löschen so schwierig, weil zum einen haben wir ja Informationen vom User über seine eigenen Testergebnisse. Gut, kann man noch löschen. Jetzt hat er aber Foreneinträge gemacht. Was mache ich mit dem? Lösche ich nur den Namen davon und steht dann anonym oder... Aber dann kann ich ihn ja beispielsweise immer haftbar machen, wenn der jetzt irgendeinen Mist dort reingeschrieben hat und dann exmatrikuliert er sich, ist weg und ich weiß nicht mal, wer den Foreneintrag geschrieben hat. Lösche ich den Foreneintrag, tue ich die Antworten von dem Foreneintrag auch noch löschen. Deswegen
mich hat das irgendwie auch immer gestört im OLAD schon seit jeher, dass ich nicht sauber einen User löschen kann. Aber es ist einfach so viel dahinter. Und mein OLAD kommt aus dem Umfeld von der Uni und dort war es natürlich noch heikler, ja, einfach Daten zu löschen, wo ich dann die Testergebnisse 10 Jahre aufheben muss oder sowas, was der gemacht hat. Also eben, es ist unheimlich schwierig, da eine Gratwanderung zwischen technisch auf der einen Seite, juristisch auf der anderen Seite und dann funktional, bei welchem Baustein ist es wie. Gut, dann würde ich abschließen. Ich muss nämlich jetzt mit meinem Rechner hoch in Raum 2. Vielleicht noch kurz eben der Clemens VCAP hat sich noch gemeldet, Bernd BZG, Fabian BZG. Könnt ihr euch ja gerne dann auch in der Pause noch austauschen, wenn ihr Sinn soll ja sein, dass man sich auch noch untereinander hier die Pause nutzt, um dann über die Themen weiter zu sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke an alle, die hier referiert haben.